Hallo, hier ist Silke. Ich grüße euch. Schön, dass ihr wieder dabei seid, um dieses Video von mir zu schauen. Gestern hatte ich auf meinem Blog den Artikel Zeternüsse nahrhaft und gesund veröffentlicht. Es gab wieder viele Kommentare und anhand der Reaktion der Leser habe ich auch bemerkt, dass vielen die Zeternüsse bzw. auch die Produkte Zeternreste oder Zeternöl gar nicht so bekannt sind. Und da habe ich mir gedacht, da mache ich einfach mal ein kurzes Video dazu. Das hatte ich ja in meinen Videos noch nie erwähnt. Deswegen ist das jetzt eine gute Möglichkeit, mal über dieses tolle Lebensmittel zu sprechen. Und ich werde euch den Link zu diesem Artikel einfach mal und auch unten in die Infobox setzen. Da könnt ihr euch gerne bei Interesse weiter informieren. Mein Blogartikel hatte ich ja auch beschrieben, dass ich das erste Mal von Zedern gehört habe, von den Zedern bewusst, von diesen sibirischen Zedern, als ich das Buch Anastasia, Tochter der Taiga gelesen habe. Und da war unter anderem zu lesen: Gott hat die Zeder als Speicher der kosmischen Energie geschaffen. Selbst ein winziges Zedernstück enthält mehr Energie als alle von Menschen gebauten Energieanlagen auf der Erde insgesamt. Die Zeder nimmt durch den Kosmos die vom Menschen stammende Energie auf und gibt sie ab, wenn es daran im Kosmos und folglich im Menschen und allen Lebewesen und Pflanzen mangelt. Also das hat mich ja schon damals fasziniert, aber wer weiß, ist das alles nur Glaube oder ist da wirklich etwas Wahres dran? Also ich bin ja auch der Meinung, dass unseren Bäumen eine gewisse Energie oder so eine gewisse kosmische Energie innewohnt oder überhaupt auch unseren Pflanzen. Also wenn man sich mal mit dem, also ich habe es schon eine Weile her, vor ein paar Jahren ein Buch gelesen, das Seelenleben der Pflanzen. Da gab es verschiedene Experimente, die ganz Erstaunliches zutage gebracht haben, dass Pflanzen ja auch empfinden und reagieren. Und genauso ist es mit Bäumen. Ja, nur was wir mit unserem Sinnesorgan Auge nicht so offensichtlich sehen, heißt ja nicht, dass da nicht wirklich mehr dahinter steckt. Und da bin ich mir auch ganz sicher, dass unsere Bäume auch eine wahre Energiequelle sind, an der wir uns wirklich auch bedienen können. Genau. Und die Zedernbäume, da gibt es auch noch einige, habe ich noch einige andere Zitate gefunden, zum Beispiel von einem Russen, der schrieb: Am Tag gibt ein Hektar sibirischer Zeder bis zu 30 Kilogramm bakterizid wirkende organische Stoffe von hohem energetischem Wert an die Luft ab. Dies allein würde ausreichen, um die Luft einer größeren Stadt vollständig von krankheitserregenden Mikroorganismen zu reinigen. Das ist natürlich schon ziemlich faszinierend, wenn das wirklich so ist, ja, was man da mit erreichen könnte. Und ein anderer Russe schrieb auch: Nach der Anpflanzung der sibirischen Zeder entfaltet sich im Laufe mehrerer Jahrhunderte ihre positive Wirkung auf die Umgebung, und zwar auf die Bodenqualität, also gegen Erosion und Verdichtung des Bodens, auf das Mikroklima, Wind, Temperatur, Feuchte und sogar radioaktivitätsregulierend, und auf die Luftqualität, also nicht nur sauerstoffbildend, sondern auch ionisierend und vitalisierend. Also wirklich sehr faszinierend, was man so über die sibirische Zeder lesen kann. Und die sibirische Zeder bildet Zapfen aus, und in den Zapfen, da reifen die Samen oder auch Nüsse, die reifen bis, also 2 bis 4 Jahre, ehe man die ernten kann, und die sammeln sich halt in dieser Zeit, sammeln die ganz viel, also bilden die dann diese Spurenelemente und Mineralstoffe aus. Sie enthalten nämlich ganz viel davon, auch ganz, eine ganz hohen, also sie haben auch ganz viel Vitamin E. Also die haben so einen hohen Gehalt an Vitamin E, dass sie sich selber vor Oxidation schützen, beziehungsweise auch nicht ranzig werden. Also diese Nüsse werden ganz, also es dauert ganz, ganz lange, ehe die ranzig werden. Die schützen sich durch das Vitamin E eben davor. Das sind Zedernüsse, beziehungsweise Zedernkerne. Und ich habe ja lange Zeit gedacht, dass Zedernkerne und Pinienkerne das gleiche sind. Aber nein, es gibt Unterschiede. Die Pinienkerne, die sind schmaler und die Zedernkerne sind ja ein bisschen gedrungener, wie ihr seht, und auch im Geschmack gibt es Unterschiede. Also die Zedernuss, die schmeckt intensiver, auch leicht harzig, süßlich und sehr buttrig. Die Zedernüsse beinhalten auch sehr hochwertige Fettsäuren und viel pflanzliches, hochwertiges Eiweiß. Also die Zedernüsse haben auch gesundheitliche Vorteile, zum Beispiel steigern sie die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit. Sie wirken sich positiv auf Haut, Haare und Knochen aus. Sie helfen auch bei Allergien, also mindern Allergien ab. Und also das sind jetzt die Zedernüsse. Da gibt es auch noch das Produkt Zedernrester. Das entsteht praktisch bei der Zedernölgewinnung. Bleibt der Zedernrester übrig. Der wird auch, den kann man auch super weiterverwenden. Der ist halt teilentölt. Ist halt nicht so ölig wie die Zedernüsse. Und den kann man auch für verschiedene, kann man einfach so knabbern, den kann man in Müsli streuen, in Frischkornbrei. Also
Man kann den Trester auch ganz vielfältig verwenden. Und dann gibt es ja eben, wie schon erwähnt, das Zedernöl. Das ist halt nicht nur ein wertvolles Nahrungsergänzungsmittel, es enthält eben auch ganz viel Vitamin E. Das kann man auch zum Beispiel für die Haut nehmen, das kann man auch bei Hautleiden einsetzen. Und ja, also ich esse Zedernüsse nur hin und wieder, mal eine kleine Handvoll. Also für mich sind die schon sehr fetthaltig, also sind sehr köstlich. Ich mag diesen Geschmack, aber nur hin und wieder, vielleicht so alle 3-4 Wochen mal eine Handvoll. Und den Trester habe ich jetzt kürzlich auch das erste Mal probiert. Ist halt nicht so ölig, ist auch sehr angenehm, kann man ein bisschen mehr davon essen. Und das Zedernöl verwende ich gerade persönlich nicht als Lebensmittel, weil ich ja gerade keine isolierten Öle zu mir nehme, außer manchmal Kokosöl. Deswegen verwende ich das jetzt eher mal für die Haut und will einfach mal probieren, was das für einen Effekt hat, dieses Zedernöl zu verwenden. Dann verwende ich gelegentlich auch noch reines ätherisches Zedernöl. Das ist das hier. Von Young Living. Und dieses Öl, das wirkt entzündungshemmend und schleimlösend und aktiviert so geistige Kräfte. Also ich mag das total gern riechen. Und man kann das auch für die Haut anwenden, wenn man so Irritationen hat, pflegt das auch die Haut. Aber dann nehme ich das meist in Kombination, zum Beispiel mit Kokosöl. Genau. So viel zum Thema Zedernprodukte, Zedernüsse, Zedernprodukte. Und jetzt kommen wir zur Gewinnerziehung des Zedernuss-Mix-Paketes. So, der 41. Kommentar unter meinem Blogartikel gewinnt dieses tolle Mixpaket mit Zedernussprodukten. Das ist zum Beispiel ein 1 Kilo Zedern-Trester dabei, 500 Gramm Zedernüsse, dieses Zedernussöl und zwei Scheiben, also zwei Zedernussholzscheiben, eine mit Bohrung und eine ohne. Gewonnen hat die Anja, herzlichen Glückwunsch Anja, du hast dieses Zedernuss-Mixpaket gewonnen. Und die Anja hat geschrieben, na, da hast du mich ja neugierig gemacht, habe noch nie Zedernüsse oder Zedernprodukte probiert. Würde mich daher sehr über einen Gewinn freuen, liebste Grüße. Also Anja, jetzt ist es soweit, du kannst alle Zedernussprodukte, Trester, Nüsse und Öl probieren. Da freue ich mich ja, dass es wirklich wieder die richtige erwischt hat, die nämlich noch die Produkte noch nie probiert hat. Das freut mich immer besonders, wenn bei dieser Verlosungsaktion Menschen in Genuss von Produkten kommen, die sie noch nicht kennen. Ich meine mich zu erinnern, dass jemand in den Kommentaren auch gefragt hat, ob da nicht Raubbau betrieben wird, ob nicht einfach die Zedernbäume dann die Äste abgesägt werden, um eben diese Scheiben herzustellen. Und da habe ich mich mal bei Vega Naturkost erkundigt, die diese Zedernholzprodukte für die Verlosung zur Verfügung gestellt haben. Und da wollte ich einfach mal wissen, wie die das handhaben. Und da wurde mir erzählt, dass sie zwei verschiedene Scheibengrößen anbieten in ihrem Shop. Und das ist die größere der beiden, die größere Scheibe der beiden. Und die eignet sich jetzt wirklich nicht so zum Tragen. Die ist halt ziemlich gut, man kann es machen, aber sie ist ziemlich klobig. Und für unter das Hemd oder unter die Bluse ist es ein bisschen zu groß einfach, ja. Und sie bieten auch noch kleinere Scheiben an. Die sind aber gerade aus und habe ich gefragt, wieso sind die aus, wann bekommt ihr die denn wieder? Und dann meinten sie, naja, wir müssen einfach warten, bis da mal ein Ast runterfällt und dann noch eine Säge zur Hand ist, dass der Ast in kleine Scheiben geschnitten werden kann. Also bei Vega Naturkost wird es so gehandhabt, man wartet einfach, bis dann wirklich mal ein Ast runterfällt. Wie das bei den anderen Zedernuss- oder Zedernholzprodukten ist, die so online angeboten wird, kann ich das nicht sagen. Also ist generell nicht auszuschließen, dass da wirklich Bäume deswegen gefällt werden eventuell, um da Zedernholzprodukte daraus zu machen. Löffel gibt es ja auch und verschiedene andere Dinge, die dann eben hier an den Mann gebracht werden. Genau, also ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen, diese Informationen. Mich würde mal interessieren, kennt ihr Zedernüsse, verwendet ihr Zedernüsse oder habt ihr auch schon mal von den Heilwirkungen der Zedernbäume irgendwas gehört? Das würde mich auf alle Fälle interessieren. So, das war's dann mal wieder von mir. Ich wünsche euch heute noch eine schöne Zeit. Wir sehen uns morgen wieder. Lasst euch gut gehen. Eure Silke.